auf geht's, zurück nach unten. Wo ist denn der Ausgang? Was ist das? Noch ein Zimmer. Okay, also es gibt hier noch ein bisschen was zu looten. Aber ich vermute mal, die nächste Runde ist die letzte. Nehme ich einfach mal an. Und wir gehen jetzt noch mal zurück nach Good Springs. Weil der Feigling dort hat unser ganzes Geld bekommen. Mach das richtig, Digga. So, Good Springs, Good Springs, Good Springs. Nein, 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 nicht zu den Pulverbanditen. It could save your life. Ja. Ja, als nächstes nehme ich dann in den nächsten Tagen die letzte Aufnahmesitzung, die wahrscheinlich einigermaßen kurz sein wird, von Fallout 3 auf. Da wird dann die Muni verkauft. Ah, hallo. Die Dame ist mal wieder da. Moinsen. Trockene Kehle? Nö, ich habe gerade Kaffee getrunken. Angebot. Okay, der Partylöwe. Sprache 10. Wiegt nix. Ja, Sprache kann man immer gebrauchen. Selbst ist der Mann reparieren 10. Okay, okay. Warum keine Stimmpacks? Babe. Okay. Ja, die gehen weg. Die geht weg, die geht weg. Das geht weg, das auch, das auch. Also. Ja, also es muss jetzt, in Fallout 3, ich muss eigentlich nur noch die Muni verkaufen. Die Sachen mit den Mods, also die aus... Ach, scheiße. Verlassen. Transaktion abbrechen. Du hast keine Ahnung. Dann nehme ich den Partylöwen einmal. Und dann bekommt sie halt... Hier noch ein Bier. So. Ein Vergnügen mit Ihnen, Geschäft. Passt. Ich frage mich, wann kriegen die Händler irgendwann mit einem bisschen Kram angeliefert, weil ich sehe das schon kommen, dass wir hier in Ockenprobleme geraten, die schlimmer sind als alles, was wir in Fallout 3 Vorräte erlebt haben. Natürlich doch. So. Bitte sag mir, dass du irgendetwas hast, was mir zeigt, dass hier irgendwas geht. Nö. Keine Stimpacks. Nicht wahr. So, jetzt gut aufpassen. Nicht, dass ich jetzt gleich wieder alles rückgängig machen muss. So, großes versenktes Buch, großes zerstörtes Buch. Hundefell. Hundefleisch. Ja, wahrscheinlich könnte man daraus auch was kochen, ne? Aus Hundefleisch. Ja. So, also ich hoffe mal und ich glaube auch, dass die nächste Reise nach Lipton Ice Tea die letzte sein wird. Mhm.
Mehl, ich weiß nicht. Und sollte dem so sein, dann muss ich mir echt überlegen, ob ich noch nach Novak reise mit euch, weil ja, wenn ich mich recht erinnere, geht es da richtig gut zur Sache und es sind da einige Quests lustiger Art in der Nähe. Aber ob ich die dann heute noch angehe? Stramme Strahler. Na komm, lass mal. Aber das ist tatsächlich hier auch permanente Attributserhöhungsbücher gibt, finde ich, ja, erstaunt mich jetzt ein bisschen. Also ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Ich konnte mich ja auch nicht daran erinnern, dass es überhaupt anders ist hier mit den Attributsbüchern. Ist das jetzt alles schon gewesen? Nö. Das will ich auch loswerden. Warte mal, Laserpistole kann auch weg. Gut. Ciao. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Es heißt Geschäfte. Ich habe gerade eine Idee, was ich mal machen könnte demnächst. Verrate ich jetzt noch nicht, aber ich glaube, diejenigen, die das bisherige Let's Play gesehen haben von Fallout 3, werden dann einigermaßen einen Lachanfall bekommen. Ja, Hülse, Hülse, Hülse. Wenn ich die anpflanze und da wächst ein Baum draus, dann haben wir Hülsenfrüchte. Die wachsen da dran. So. Lass mich schauen. Ja, nee, tatsächlich. So, jetzt noch einmal kurz runter zur Quelle. Nee, nicht Canyon Wrack. Jedes Mal, wenn ich Canyon Wrack lese, denke ich an diese Speisekarte auf Madeira mit Kuchenwrack und Huhnfleisch mit Kalk. Ja, ich weiß auch nicht. Nee, was war das nochmal? Huhnfleisch mit Kalk? Ja, ich glaube ja. Also wenn ich das Foto noch finde von der... Das müsste ich eigentlich noch haben. Ja, dann packe ich das irgendwann mal hier rein. So. Punzchenfrucht. Yucca-Bananenfrucht. So, ich guck noch mal alles durch. Ah ja, das Mehl. Das ist schwer. Frische Kaktus, Kugelkaktusfrucht haben wir auch noch. So. Und auf geht's zu einem erneuten Besuch in Nipton Eistee. True Police Stories. Fixing Things. Meeting People. Ich dachte, man könnte vielleicht mit dem irgendwie noch ein bisschen Spaß haben. Also Spaß würde ich am liebsten haben mit dem Bürgermeister hier. Schade, dass der schon tot ist. Boah. Alter, was passiert denn hier gerade? So, einmal nach oben. Zwischenetage ist bereits gelootet. Hier einmal hoch. In den Puff vom Bürgermeister und dann geht's los. Das ist alles leer. Okay, alles klar. Entschuldigung, wenn ich doppelt und dreifach gucke, aber ich will halt alles mitnehmen. So, Bleistift zum Bleistift. Aktenschrank zum Aktenschrank. So, dann. Ah, halt.
ja auch noch was. So, damit wäre dieser Raum auch geklärt. Hier ist nichts drin. Hier hatte ich schon alles rausgenommen. Okay. Dann mal den Raum hier noch zu Ende looten. Informatik intim. Ach. Ha. Verschlossen durchschnittlich. Geht natürlich nicht. Wir müssen hier doch noch mal herkommen. Irgendwann müssen wir hier noch mal her. Sehr leicht. Ist so. Genau. Sehr leicht. Ja, dann frage ich mich mal, was in den anderen Räumen drin ist, weshalb dort doch tatsächlich schwerere Schlösser dran sind. So. Und Schlösserknackenbücher scheinen irgendwie eine absolute Seltenheit zu sein. Habe ich jetzt so das Gefühl. Ja, weißt du, das war's. Also raus aus dem ganzen Laden, raus aus dem Bums und dann... ja, Inventar dürfte auch noch ziemlich frisch sein. Sehe ich jetzt noch nicht so, dass ich da schon was wegbringen müsste. Wie viel ist aufgenommen? Alles klar, wir sind... Ja, ich könnte jetzt Feierabend bald machen, aber ich habe hier noch Kaffee. So, die Frage ist jetzt, wo gehe ich weiter hin? Prospektor Stan Kojotenbau. Novak ist da oben. Ich überlege mir, ob ich da mal einen Ausflug hin mache. Aber auf jeden Fall erstmal speichern. So. Und Waffe raus. Dachte, ich könnte mich hier rauspacken. Jo, funktioniert. Richtig gedacht. So. Nee, da unten das Tal möchte ich beim besten Willen erstmal gar nicht rein. Aha. Wer bist du denn? Thomas. Thomas? Haben Sie das gesehen? Die irre Schlampe hat mich einfach angegriffen. Aha. Wissen Sie warum? Nein, gar keine. Wir sind zusammen unterwegs, seit ich Sie vor ein paar Tagen aufgelesen habe. Und sie war die ganze Zeit freundlich. Wir haben sogar ein bisschen geflirtet, als sie plötzlich eine Waffe zog und mich anschrie. Ich soll ihr meine Kronkorken geben. Mhm. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, hat sie gelacht, als ich ihr das Geld gab. Ich glaube, sie hat es auf meine Glücksbringer-Halskette abgesehen. Glücksbringer-Halskette? Ja, ab und an findet man einen Kronkorken mit einem blauen Stern drauf. Die sind ziemlich selten, also habe ich angefangen, sie zu sammeln. Als ich genug hatte, machte ich eine Halskette aus ihnen, weil ich dachte, dass sie Glück bringen. Mhm. Sprache 49 von 50, diese Kronkorken bringen Unglück, warum? Probier's mal. Selbst wenn das, was Sie sagen, wahr ist, gehe ich das Risiko ein. Diese Halskette und ich haben viel zusammen durchgemacht. Und ich lebe immer noch. Wenn das kein Glück ist, was sonst? Okay,
Geben Sie sie her. Was? Den Teufel werde ich tun. Aha. Hey! Na, reicht. Ja, Thomas, das tut mir jetzt leid. Ich weiß nicht, was da jetzt passiert ist, aber... Thomas Tagebuch. Interessant. Thomas Tagebuch. Bin ich jetzt böse gewesen? Bin ich jetzt ein böser Junge gewesen? Sonst geh... Thomas Tagebuch. Der letzte Eintrag lautet, endlich scheint sich das Blatt zu wenden. In der letzten Stadt habe ich etwas Schrott gegen ein schönes Häufchen Kronenkorken vertickt. Und jetzt habe ich eine neue Reisegefährtin. Sie heißt Jacqueline und sie ist ziemlich süß. Und ich hatte schon fast angefangen, an meiner Glückskette zu zweifeln. Tja, hat dir jetzt kein Glück gebracht. Oh, hallo? Guten Abend. Was machst du denn da? Gott sei Dank sind Sie vorbeigekommen. Der Kerl wollte mich umbringen. Was haben Sie seiner Leiche abgenommen? Was? Das da? Hat er mir mit vorgehaltener Waffe abgenommen. Zum Glück wurde er abgelenkt und ich konnte meine Waffe ebenfalls ziehen. Das ist eine Kette, die ich aus diesen besonderen Kronkorken gemacht habe. Schon mal solche Kronkorken mit blauem Stern drauf gesehen? Was ist mit euch kaputt? Intelligenz 7, Sie sind nicht mal ansatzweise so schön wie Ihre 6? 6? Warte. Nein, kann ich nicht behaupten. Sicher habe ich welche. Und ich denke noch... Ah ja, hier. Sie sind sehr schön, nicht wahr? Ich bin sehr stolz auf Sie. Auf mich? Aber die Halskette besteht doch aus 7 Kronenkorken. Sie gehört Ihnen gar nicht, oder? Naja, ich denke, Sie sind einfach zu clever für mich. Leider darf ich keine Zeugen am Leben lassen. Okay. Hey! Mach! Ja, das macht Spaß. Ciao! Hübsch. So. Alles klar. Ich weiß jetzt nicht, was da abgegangen ist. Irgendwas ist mit diesen Kronenkorken am Start. Kann ich mich auch nicht dran erinnern, dass das irgendwie so war. Oh, 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 oh. Ah ja, da unten ist... ja, ein Rinderskorpion, alles klar. Den können wir mal eben rasieren. Hä? Moin, Sen. Sag mal. Hä? Hat da eben jemand auf mich geschossen? Anführer der Schakale. Aha. Es sind noch mehr Schakale da. Aha. Ja, dann rasieren wir die auch. Moin, Schakal. Hat komisch viele Sachen dabei. Das Vögelchen. So, wo ist denn der andere umgefallene Schakal? Das sind noch mehr, ich sag's dir. Mitglied der Schakale. Ach, guck mal. Das sind ganz viele. Ah, nicht doch. Warte mal. Ich habe gerade ein kleines Problem, denn... Lasergewehr. Halt mal! Oh, gib mir mal ein super Stimpack. Ist auch noch ein Debuff drauf. Okay.
Jetzt aber. Jetzt gibt's hier auf der Fresse, Digga. Was ist das jetzt? Digga. Ja, das war mal ein schöner Kampf. Also nach all dem Gelute, was wir da jetzt hatten, ne, ist das doch mal eine gute Abwechslung. Kopfi. Ich brauche unbedingt dieses extra blutiger Tod. Es ist mir irgendwie alles hier nicht so schön blutig, wie ich das von Fallout 3 gewohnt bin. Das Auge ist mit, Freunde.